Aber ich denke mal, dass er um Hilfe rufen wird. Dass sie da auch panisch aussehen. Mehr als 400 Menschen sind allein im vergangenen Jahr in Deutschland ertrunken. Viele von ihnen nur wenige Meter von Familie oder Freunden entfernt. Das Problem? Die meisten Menschen erkennen oft gar nicht, wenn jemand im Wasser in Not gerät. Wüsstest du denn, wie das eigentlich aussieht, wenn jetzt jemand tatsächlich ertrinkt? Wie stellst du dir das vor? Je nachdem, ob der Kopf erstmal unter Wasser ist oder nicht. Und halt, ob, wenn jetzt der Kopf unter Wasser ist, ob Arme irgendwie zappeln. Das wäre halt für mich das Zeichen, dass jemand nah am Ertrinken ist. Aber wirklich gesehen habe ich es halt natürlich noch nicht. Man hört ja hier viel Lärm und viele rufen und die Kinder kreischen. Und da würde ich jetzt immer nicht sofort drauf kommen, dass vielleicht jemand am Ertrinken ist. Ich schätze mal, es wird durch Schreien aufmerksam gemacht oder dass diese Person sich panisch verhält, irgendwie Arme winken oder so. Anders als in Kinofilmen ertrinken die meisten still, winken also nicht wild mit den Armen oder schreien um Hilfe. Sie treiben regungslos an der Wasseroberfläche, bis sie untergehen. Ole Kirschner vom Arbeiter-Samariter-Bund empfiehlt, Angehörige und Freunde beim Baden nicht aus den Augen zu lassen, damit man im Ernstfall sofort reagieren kann. Freilegen! Meistens wird die Person sich in einer Lage befinden, wo das Gesicht im Wasser ist. Das sieht dann ungefähr so aus. Jetzt schwimme ich nach Möglichkeit von hinten an den Verunfallten heran und versuche ihn dann so auf meinen Brustkorb zu ziehen. Und ich versuche dann mit einer Beinbewegung die Person so weit, wie es geht, in Richtung Land zu befördern. Und sobald ich anfangen kann zu stehen, kann ich diesen Griff lösen und kann übergehen in den sogenannten Rautec-Griff oder Rettungsgriff. Was ist dabei das Wichtige? Hierbei ist es wichtig, dass wir zwischen dem Handgelenk und dem Ellenbogengelenk den Verunfallten anfassen und dass beide Daumen draußen bleiben. Das können auch Laien ohne Rettungsschwimmerausbildung problemlos schaffen. Hier ist jetzt schön zu sehen, wie die Retterin den Verunfallten im Achselgriff hinter sich herzieht und somit versucht, in Richtung Land zu transportieren. Wichtig zu wissen, wenn der Ertrinkende panisch ist, sollte man abwarten, bis er sich beruhigt hat und von hinten an ihn heranschwimmen und erst dann den Achselgriff anwenden und die Person an Land ziehen. Bevor man aber ins Wasser springt, um selbst zu helfen, sollte man auf jeden Fall über den Notruf 112 professionelle Rettungskräfte alarmieren.